Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge von Dishonored der Definitive Edition. Ich wollte mich nochmal dafür übrigens entschuldigen, dass ich, einen Tag die Videos habe ausfallen lassen, aber ich war sehr, sehr krank. Im Augenblick geht es mir wieder ein bisschen besser. Und wir müssen jetzt im Übrigen einiges absolvieren. Ihr wisst ja, dass wir in der letzten Folge von unseren Kameraden vergiftet wurden, als wir gerade den Lordregenten gestürzt haben. Und zum Dank haben sie uns vergiftet. Das ist natürlich voll scheiße. Aber wir sind jetzt in so einer Art überschwemmten Gebiet, wo sich dort Leute aufhalten. Also die Leute, die die Kaiserin damals getötet haben in der ersten Folge. Und ich muss jetzt hier versuchen, halt, nicht gesehen zu werden und die ganzen Leute natürlich auszuschalten. Okay, ich muss mich erstmal hier verstecken. Damit ich mich nicht gesehen werde. Wir müssen jetzt zu dort halt laufen, ne? Zu Dorts Hauptquartier. Und ich schätze mal, der weiß schon, was wir eigentlich vorhaben. Ey, komm, seh das jetzt bitte bloß nicht. Moin, Kumpel. Schlaf eine Runde. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Schlüssel brauche oder nicht. Da war ein Bahnhofsschlüssel, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber der ist eigentlich gar nicht notwendig. Von daher... Ey, das ist kacke. Man verbraucht viel zu viel Mana. Und ich schätze mal, wir werden wohl gegen dort kämpfen müssen. Das ist jetzt so zumindest meine Vermutung. Ob das natürlich stimmt, weiß ich nicht. Problem ist nur, ohne Mana-Tränke habe ich ein Problem. Ja, obwohl, warte mal. Wir brechen mal ab. Ich guck mal, wo der hingeht. Der beobachtet nämlich anscheinend die Straße da unten. Hallo, kannst du jetzt... Hallo? Also ich find's echt katastrophal, die Teleportationsdinger. So, wir haben Bahnhofsschlüssel wieder mal bekommen. Solange der nicht gesehen wird, ist es alles noch in Ordnung, was wir hier machen. Da hinten ist noch einer. Das kannst du aber vergessen. Ich glaube, der kommt her, oder? Unter uns war eigentlich auch einer. Ich meine, man hat uns jetzt nur bemerkt. Ist jetzt nicht so, als... Sieht der mich immer noch? Es kann doch nicht wahr sein. Ah, hier ist eine Ratte, eine weiße. Da kann ich meinen Mana wieder auftanken. Och, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Fuck. Also, da ist auch so ein Typ. Was ich nicht so cool finde, ist... Ey, das ist doch zum Kotzen, Alter. Ey, der kommt jetzt bestimmt hier in die Richtung, wa? Ne, okay. Genau, schlaf mal Runde, mein Freund. Ich habe wieder einen Attentäter. Naja, leise ausgeschaltet, wenn man so will. Ah, den einen habe ich, glaube ich, getötet, wa? Als er runtergefallen ist. Ich kann leider keine Ratten übrigens gerade sehen, die ich essen kann. Also die weißen. Die regenerieren ja meinen Mana-Vorrat. Okay, und jetzt? Da oben ist auch...
Irgendjemand, wollte ich gerade sagen. Da, durch diese Tür müssen wir durch. So, warte mal. Jetzt werde ich noch mal kurz was gucken. Ist der Typ noch da? Ja. Da sind Ratten. Ich glaube, der guckt gerade in so einer Richtung, wo er mich nicht bemerkt. Moin. Gut. Das, was sie ausgeschaltet haben, ist doch schön. Aber alle haben Bahnhofsschlüssel, das ist doch nicht normal. So. Das sind alles normale Ratten. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich werde gleich nochmal meine Sicht aktivieren. Vielleicht sehe ich ja irgendwas. Haben wir nochmal ein bisschen was zu essen und ein paar Münzen. Da, weiße Ratte. Schön. Regeneriert zwar nicht viel, aber ist schon mal besser als nichts. Und hier muss ich weiterlaufen anscheinend. Ich kann mir vorstellen, dass wir, wie gesagt, gegen Dort oder Drought oder wie es ich wie der Typ heißt, halt kämpfen müssen. Weil er halt dafür verantwortlich war, die Kaiserin getötet zu haben. Und das ist schon ein bisschen ärgerlich. Weil ich glaube, wir waren ja sogar mit ihr liiert. Also ist ja merkwürdig. Aber was willst du tun? Ich brauche auf jeden Fall Mana. Also sehr viel Mana sogar. Da haben wir... Was ist das denn? Wie kann ich eigentlich Sachen verbessern? Versteht mir, Corvin, stelle Sie sich der Feuerkraft eines Tallboys kombiniert mit der Schnelligkeit und Handlichkeit einer Pistole vor. Mit dieser neuen Technologie wird jeder Soldat mit einem Waffenarm zu einer beträchtlichen Macht. Sorgen Sie dafür, dass der Lord Regent unverzüglich davon erfährt. Loxley. Okay. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass hier dann die komischen Spacken rumlaufen hier. Ich sehe gar nichts. Also habe ich das jetzt umsonst gemacht, ja? Ach du bist doch doof! Da ist also der Eingang zu Dorts Hauptquartier. Interessant. Geht es hier noch in irgendein Gebäude rein, weil ich brauche, wie gesagt, Mana. Das ist... Da drüben ist noch einer von denen. Da auch. Auf jeden Fall die Treppe da unten nutzen. Was haben wir denn da? Da kann ich auch rein. Leute, das ist gut vielleicht gewesen, was ich gerade gemacht habe. Oder auch nicht. Okay, da konnte ich einfach nur hier runter. Verstehe. Mist, Alter. Ich glaube, die haben mich bemerkt. Das ist natürlich jetzt Kacke. Aber was willst du machen? Was ist denn hier hinten? Oh. Im Augenblick gar nichts. Aber ich komme da hinten hoch. Und dann nach oben. Mann, du sollst doch nicht die Zeit verlangsamen, Junge, Alter. Oh. Okay, ich habe jetzt nochmal Mana-Elixier. Ich glaube, ich habe aber fast gar keine mehr.
Oh, Alter, die kontrollieren echt alles hier. Da haben wir hier noch Marthas Tagebuch. Wäre vielleicht noch interessant zu erfahren, was da passiert ist. Das größte Problem, was das Spiel hat, ist, dass es halt echt nicht so gut ausbalanciert ist, wenn man irgendwo langschleichen will. Man muss also wirklich sehr viele Fähigkeiten gleichzeitig einsetzen. Ja, oder man hat halt einen Hund. Der jemanden angreift. Was haben wir denn hier? Oh. Wir noch mal ein bisschen Kohle. Dann würde ich mal gerne wissen, was das jetzt hier gerade für Hunde waren. Okay. Ich kann auf jeden Fall hier hoch. Und hier haben wir noch mal einen Mana-Trank. Okay. Was verstehst du nicht? Waffen sind von hoch. Oh ja, na, aber sicher doch. Alle kriegen sie mit, dass ich... Und dann kannst du doch nicht mal abwehren, Alter. Das ist genauso ein Dreck. Danke, Spiel. Alter, was war denn das jetzt gerade schon wieder? Wo ist der Typ denn wieder hergekommen? Oh, Alter, es ist so ein Dreck. Also, das ist ziemlich, ziemlich unfair gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Überall sind die Feinde, was natürlich klar ist. Warum auch nicht? Klatschen wir halt überall Leute hin, ne? Oder Hunde. Und ich meine, ich hatte meine Sicht an, ich habe den Spacken nicht mehr gesehen. Also, boah, nee. Oh, und dann hast du keine Tränke, kein gar nichts, Alter. Mach hin jetzt, Spiel, Alter, du bist viel zu lange. Das Problem ist, du verbrauchst noch viel zu viele scheiß Tränke, Alter. Was für ein Schwachsinn. Das ist so ein Quatsch. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also ganz ehrlich, da haben sie was wirklich Kacke gemacht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist es leider ziemlich ärgerlich gerade. Weil ich meine, das Spiel speichert auch nicht. Speichert wirklich sehr Kacke. Und ich kann auch nirgendwo rein, also meistens bin ich irgendwie auch immer am Arsch gekniffen. Also, ich weiß nicht. Das gefällt mir leider überhaupt gar nicht gut. Aber warum springt er denn so kleine Sprünge, Alter? Ey, was bist du denn? Ein Idiot oder was? Warum? Ey. Ich weiß nicht, was das gerade war. Aber es war gerade mega kacke. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wieder, wie ich hier lang komme. Also ich habe 2 Mana-Tränke. Das ist doch nichts. Ich habe grundsätzlich überhaupt nichts. Das kotzt mich richtig an. Und auch wie die ganze Scheißmechanik funktioniert, wie gesagt, das nervt. Und hier sind die Scheißhunde. Da ist auch einer, Alter, es geht mir richtig auf den Sack.
Ich hänge fest, wollte ich gerade sagen. Ich kann es eh nicht ändern jetzt hier. Warum denn? Okay, ich kann da hoch. Da brauche ich die Medizin. Was war das gerade? Also ganz ehrlich, Leute, mir gefällt's nicht. Die Mechanik ist viel zu scheiße. Ich verstehe nicht. Corvus, Waffen sind von hoher Qualität. Wenn Dort es nicht für sich selbst haben will, warum losen wir nicht einfach davon? Was ich nicht verstehe, warum beschwerst du dich bei mir darüber und nicht bei Dort selbst? Warum kommst du da denn nicht hoch? Das ist genau so ein Schwachsinn. Also die Mechanik ist kacke. Die ist so grottenschlecht, also ich verstehe es nicht. Genauso wie viele Leute hier rumwurscheln. Das ist genau so ein Scheiß. Ich mich jetzt teleportieren, nee, natürlich nicht. Also ich brauche auf jeden Fall erstmal Tränke. Ohne Tränke bin ich ganz schön aufgeschmissen. Oder ich brauche halt genug weiße Ratten. Ah, hier bin ich vorhin, oder habe ich versucht hochzukommen, glaube ich. Wenn die Mechanik nicht so kacke wäre, ganz ehrlich, dann wäre es geiler. Und da oben rennt auch ein Spacken rum, das verstehe ich auch nicht. Ich kann es vergessen. Nein! Boah, das ist knapp. So, hier kannst du dich hinsetzen. Ja, der liegt natürlich. So, okay. Denn was ich jetzt machen kann, ist erstmal zu dem Typen darüber gehen. Oder ich mache erstmal den unten dann fertig. Mal gucken. Das dauert jetzt alles ziemlich lange, Leute. Tut mir ehrlich gesagt auch leid. Aber was willst du denn machen? So, der Typ ist bewusstlos. Dann kann ich jetzt hier nach oben gehen. Die bemerken mich nur viel zu schnell. Vor allem sollte das gar nicht funktionieren. Also. Ja, es ist klar. Also das ist so kacke. Das ist richtig kacke, Alter. Wirklich. Warum sind denn von denen so viele hier? Boah, Junge, ist das kacke. Naja, wenigstens haben wir noch mal ein bisschen Gesundheit gekriegt.
Entschuldigung. Diese muss ich manchmal trotzdem noch. So. Ja, das Problem, was ich jetzt habe, ist, ich habe fast nichts mehr, ne? Und es sieht aus, als ob wir jetzt gerade beim Hauptquartier wären. Nee. Ich bin einsatzgerüstet. Ich habe daraus. Worauf wartest du? Ich muss zum Tor, nicht zum Fluss. Und jetzt die Schlüssel zum Tunnel lassen, wo ich gestört werde. Deswegen? Korrekt, unser Gefangener. Der Leibwächter, der bei der Kaiserin war, er macht ihn unruhig. Ja, heute Abend stehen uns große Veränderungen bevor. Ja, okay. Viel Erfolg bei deinem Auftrag, sobald du die Freigabe hast. Der Hans da ist. Das ist teilweise so kacke gemacht, also ich versteh's nicht. Teilweise macht das alles überhaupt gar keinen Sinn. Aber gut, das ist jetzt so, kann man nicht ändern. Ich habe zumindest eines von den Typen hier schon ausgeschaltet. Und der lehnt sich daran, ist auch gut. Ist ja noch. Ja, da sind doch noch mehr. Oh nee, Mann. Ich muss hier kurz weg. Was steht denn hier? Das Schlafgift darf ausschließlich auf Entführungsziel angewendet werden und auf Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist und die wir lebend brauchen, nicht verschwenden, um Kollateralverluste zu vermeiden. Okay. Also ich schätze mal, wir wurden dazu verleitet, oder was? Label läuft jetzt die ganze Zeit im Kreis der Spacken. Ey. Da, du findest mich ja nicht. So, die sind jetzt alle tot. Ich wollte das eigentlich leise machen, aber das geht komischerweise nicht. Also das ist Kacke. Ganz große Gaga. Was haben wir denn eigentlich hier? Ach, da brauchen wir einen Schlüssel von dort. Ja, na klar, das. Die liegen ja hier überall rum. Ne? Also teilweise echt schon ein bisschen merkwürdig gemacht, ne, wenn er mich fragt. Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich? Ich weiß es gerade nicht. 4 Mana-Tränke, 5 Heilungstränke. Einmal kommen wir da lang und einmal die andere Seite lang. So, da müssen wir hin. Warum auch immer. Weil sich dort anscheinend dort aufhält.
Willst du mich jetzt verarschen? Das sind diese Bugs, die ich meine. Das macht absolut keinen Sinn. Ich weiß ja nicht, ob ich den auch heimlich ausschalten kann oder... Meister, was haben wir hier? Kann man denn hier seine Ruhe? Bolo hat uns besiegt. Er hat unsere besten Männer getötet, Sir. Er wird wohl auch mich töten. Sie sagten, das wäre unmöglich. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, dass sie... dass die Stärksten von ihnen mich töten könnten. Aber kein Fremder. Jemand, der nicht wie wir trainiert wurde. Aber vielleicht wird er das. Okay. Seien Sie wachsam und töten Sie ihn, wenn Sie können. Vielleicht überraschen Sie uns beide. Okay, warte mal. Ich muss dort Schlüssel klauen. Nun ist er tot. Auf Wiedersehen, Lord Regent. Kaiserlicher Spion. Hiram Burroughs. Klar, also, voller Mann. Sie werden nie erfahren, wie oft ich daran mache, Daddy von hier zu kommen, um meine Klinge in ihrem Auge zu versenken. Aber jemand anders war schneller. Anscheinend eine sehr gefährliche Person. Auf ja, das ist richtig. Sehen, Sir. So viele Pläne, so viele Aufträge. Wie viele habe ich für Sie umgebracht? Niemanden wie letztes Mal. Niemanden wie Sie. Ich gäbe all das Geld zurück, wenn ich könnte. Niemand sollte eine Kaiserin töten. Okay. Warte mal. Er hat gesagt, niemand sollte eine Kaiserin töten. Also vielleicht hat er das auch gar nicht böse gemeint. Und das Problem ist, wenn er mich sieht, bin ich halt komplett im Arsch. Weil dann wird wahrscheinlich ein Kampf entbrennen. Wie soll ich denn das machen? So, ich habe ja eigentlich Verteidigungsbolzen, ne? Warte mal, ich habe eine Idee. Lass mal die Nachtsicht beenden. Es könnte sein... ich glaube, habe ich nicht. Ich habe zwar Armbrustbolzen... Ich weiß gar nicht, ob man den denn auch. Okay, warte mal. Boah, das Problem ist, der ist halt so nah dran. Kann ich den auch irgendwie leise ausschalten? Geht nicht. Bleib zurück. Das ist mein Kampf. Ja, tut mir leid. Hat eh so funktioniert. Den Kampf, den niemand außer uns kennt. Gegen das Ticken der Uhr. Wo ist er denn? Darauf habe ich gewartet. Mal sehen, wen der Outsider rettet. Sie oder mich. Warum kämpfen Sie? Für die Männer, die Sie vergiftet und zurückgelassen haben. Für Ihre tote Kaiserin. Ja, ich kämpfe für meine tote Kaiserin, du Schwein. Richtig an. Ich habe sie getötet. Wir sind vom gleichen Schlag, sie und ich. Wir töten für andere. So, eigentlich wollte ich das nicht machen. Aber gut, ging jetzt nicht anders. Ich habe gar keinen Screenshot gemacht, fuck. Ist der hier irgendwo?
Ey, Mann, das ist doch Kacke. Es ist richtig. Vor allen Dingen ist der Typ weg. Ja. Nee, dort ist da hinten. Ich werde ihn aber nicht töten, oder? Ich habe noch eine Überraschung für Sie. Ich bitte um mein Leben. Als ich die Kaiserin tötete und ihr die Tochter nahm, wurde mir etwas klar. Nun sehe ich das Zeichen auf ihrem Handrücken. Das Zeichen des Outsiders. Ich weiß, was ich da... Wartet mal kurz. Die vielen Jahre des Wartens im Schatten der Gassen, um irgendeinen Reichen mit einem Messer abzustechen. All das Geld der reichen Bastarde, das durch die Hände floss. Für einen von ihnen zu töten im einen Jahr, für den Tod desselben bezahlt zu werden im nächsten. Ich habe an den Schreinen kniend dem Flüstern des Outsiders gelauscht, der mir sagte, ich würde die Dinge verändern, dass ich wichtig sei. Okay. Es war gut. Durch ihn fühlte ich mich mächtig. Aber was habe ich erreicht? Mehr als sie? Oder viel weniger? Jetzt will ich nichts mehr als diese Stadt zu verlassen und aus der Erinnerung derer verblassen, die hier wohnen. Ich habe genug vom Töten. Mein Leben liegt in ihren Händen. Ja, ich würde mal sagen... Sie? Ich würde mal sagen, ich lasse ihn am Leben, weil er hat ja gesagt, er wollte es ja nicht. Und ich werde ihn auch nicht töten, das macht nichts. Ne? Es würde nichts Positives bringen. Hätte ich ihn jetzt abgemurkst, Tunnel zum Tor. Dann hätte es sein können, dass es eventuell in eine Richtung gegangen wäre, die ich nicht mehr gutheißen kann. Wisst ihr, was ich meine? Wie komme ich denn jetzt hier eigentlich raus? Ah, hier. Ich meine, ich habe jetzt gerade so viele getötet von seinen Leuten. Ich muss mal gucken, wie komme ich denn jetzt überhaupt weg? Warte mal. Hä? Muss ich unter Wasser? Nee, oder? Gibt's hier... Also entweder gibt's im Gebäude eine Möglichkeit, weiter runter zu gehen. Dann gehe ich da jetzt mal hin. Aber eigentlich nicht, oder? Warte mal, gibt's hier noch eine andere Möglichkeit? Wie gesagt, ich habe ihn nicht umgebracht. Nicht, weil er es nicht verdient hätte, sondern weil man halt auch manchmal Gnade zeigen kann. Weil er hat ja gesagt, ja, dass es nicht gut war, die Kaiserin zu töten. Also bedauert er das ja. Ja, okay, ist nicht dasselbe, aber... Ich fühle mich da jetzt gerade ein bisschen besser. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich hier jetzt wegkomme. Ich habe nämlich keine Ahnung. Wir sind ja schon bei 33 Minuten. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Also bin ich mal meistens immer, aber das ist jetzt häufiger, stärker als sonst. Warte mal, wir sind von da. Also entweder muss ich jetzt dahin, wo ich... Oder gibt es hier hinten noch irgendwo eine Tür, die ich übersehen habe. Vielleicht werden wir dadurch auch nicht mehr von dort Leuten angegriffen. Das wäre geil. Nee, das geht dann wieder nach oben. Also ich glaube, ich war doch richtig. Weil in dem Gebäude sehe ich jetzt gerade nichts. Und mir fällt gerade ein, ich habe ja von dort den Schlüssel bekommen. Vielleicht. Ja, okay. War gut also, dass wir nochmal hergekommen sind. So, weiterkommen tue ich jetzt aber trotzdem. Ach ja, okay. Ich muss hier runter. Sag jetzt nicht, hier sind noch mehr Leute. Au. Was haben wir denn hier? Eine Rune? Geil. So. Da ist das Tor. Und hier ist sonst nichts weiter, oder? Anscheinend nicht.
Gut. Dann gehen wir jetzt hier nur noch hier durch und dann würde ich sagen, beenden wir auch die Folge. Ich hoffe mal, dass er sich jetzt ein Leben aussuchen wird, wo er halt keine Leute massakriert oder umbringt. Ich habe bestimmt für ein bisschen Chaos gesorgt, aber ich habe halt ein paar getötet und ein paar verschont. Also ich schätze mal, vielleicht schaffen wir halt noch das gute Ende freizuspielen. Mal gucken. Ich hoffe natürlich das Beste. Nach der Flut. Benutze den Tunnel unter Dorts Hauptquartier. Habe ich gemacht. Und ich muss hier anscheinend hoch. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir beenden jetzt hier die Folge. Es hat mir auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns auch bei der nächsten Folge wieder. Ich würde mich wie immer natürlich sehr freuen. Und ich sehe gerade, es sind ganz viele Ratten hier. Ey, ich habe noch Granaten, oder? So. Ja, wie gesagt, wir sehen uns dann auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Bis denn und tschüss.